Ich hatte dort Einzelarrest und dieses Einzelarrest hatte ich mit, ich war in einer Löwenzelle oben, ich wurde angekettet und dieses Anketten, da habe ich mir das sämtliche Fleisch herausgerissen. Ich war hier, habe ich die Narbe heute noch, ich habe hier geblutet, alles war auf. Ich wurde dann, ich habe die Arbeit abgelehnt und kam dann, ich hatte unterirdisch arbeiten müssen im Gefängnis. Wir haben dort erstmal unten drunter, wie in so einer Grube. Dann kam ich zu ESTA, dann in die Nähabteilung und dann nochmal eine Krankenabteilung ganz kurz. Und das Schlimmste hat man mir gegeben. Dann habe ich dann die Arbeit verweigert, früh morgens. Dann hat mich angekettet an einer doppelten Gittertür. Das werde ich bis nicht vergessen. Es war zwischen Weihnachten, vor Weihnachten, lange vor Weihnachten. Und da habe ich da drinne massive Schläge bekommen, massiv misshandelt worden. Ich habe geschrien. Ich habe auch Narben überall. Das meiste ist ja hier, dass ich das rausgerissen habe. Und da bin ich richtig misshandelt worden. Ich habe massiv, massiv, massiv an der Haare ran. Ich habe richtig die Zähne. Ich hatte dann nachher nur noch Stiftzähne und alles. Ich bin richtig misshandelt worden im Gefängnis. Ich hatte auch in der Arrestzelle oben, wie gesagt, das war für mich schlimm. Das weiß ich bis heute noch. Also es waren drei Leute auch, drei Frauen. Die Frauen waren schlimmer als Wärterin, als wie die Männer. Männer hat man kaum gesehen. Aber Binjok werde ich nie vergessen. Eine große Frau, ganz mit einer Hakennase, eine ganz gefährliche, die kam rein, die hatte mich verdroschen. Die hat mit Stiefeln mich getreten. Ich habe dann mich losgerissen und dadurch ist das an der Tür, ich hatte hier so eine Kette, dadurch ist dann meine Narbe aufgeplatzt. Haben sie sofort einen Arzt herbeigerufen, musste mich ja verarzten. Ich kam dann ins Geweh, also ich habe nur noch gebrüllt, ich wollte nicht mehr. War für mich sehr schlimm. Ich muss sagen, warum ich gerade eine Arrestzelle bekommen habe, einen Löwenkäfig oben in Stolberg, das war für mich eine böse Zelle. Ich muss sagen, ich habe diese Sachen nicht mehr ertragen können, das war für mich dann Schluss. Ich habe dann nur noch rebelliert und habe dann, wie gesagt, kam ins Geweh. Man nannte das Krankenlager. Über den Hof gezerrt worden in so einer Bahre, weil ich das Bewusstsein verloren habe. Zähne waren eingeschlagen, waren unten und oben. Und ein Arzt aus Berlin und eine Ärztin, das waren Republikflüchtige. Eine Ärztin, die hat das behandelt, die hat mich behandeln müssen. Ja, die hat da die Hände über den Kopf geschlagen. Die hat viele Arrestleute, die in Arrest kamen, auch eine Ärztin kam da rein, selbst, die hat selbst gesagt, es ist sehr schlimm, wenn ich solche Leute behandeln muss und dann mit solchen massiven Angriffen. Ich habe das alles rausgerissen. Sagen wir mal. Das Fleisch guckte, man kann sagen, die Knochen sahen schon aus. Da habe ich gedacht, ich verblute. Na, also das war schon bis zum Ohnmachtsanfall, weil ich wollte diese Arbeit nicht mehr leisten und diese Zustände dort aufmerksam machen. Und dann war ich verarztet worden und war eine ganze Zeit, hatte ich meinen Arm, war alles zu, so dass ich nicht mehr die Arbeit leisten konnte, aber man wollte es wieder, dass ich da eben praktisch jetzt wieder dort in diese Schwerstarbeiten danach. Und das hat der Arzt eigentlich da abgelehnt. Und ich sollte dann aufgrund meiner Tätigkeiten, weil ich ja auch in diesem Bereich dann ja auch eine Lehre hatte, habe ich gesagt, dann hat er gesagt, dann könnte sie mit in diesen Krankenbereich mit, also nicht mehr in den unterirdisch und auch nicht mehr in diesen Nähen und auch nicht mehr in diesen ESTA nannte man. Wir haben ja Bettwäsche für diese Westdeutschen angefertigt, also für Westdeutschland. Nee, ich habe dann eine andere Sache machen müssen danach. Mir ging es ganz dreckig, musste aber trotzdem wieder die Arbeit aufnehmen.